Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft Jump League. Ja, heute zum ersten Mal nehme ich Jump League auf. Das ist tatsächlich wow und das ist gleich ein Part, den ich noch gar nicht kenne, obwohl ich eigentlich ziemlich viele, eigentlich fast alle Parts hier kenne. Sind heute neue dazugekommen, so dass es sein kann, dass ich ein paar neue Parts sehen werde, wie zum Beispiel diesen hier, die ich noch gar nicht kenne, deswegen auch nicht so gut springen kann. Ich habe auch, wie ich festgestellt habe, extrem wenig FPS in Jump League beim Aufnehmen, was ich dezent scheiße finde. Aber ich den Sprung jetzt hier... Ah! Hab zu früh Shift gedrückt. Das ist nicht gut. So. Ah, jetzt schaffen wir das, jetzt schaffen wir das. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann... Hab schon wieder zu früh gedrückt. Mann. Eigentlich bin ich recht gut in Jump League, aber wie gesagt, Aufnahme, wenig FPS, das sind so Faktoren, die mich jetzt auch in den letzten zwei Versuchen aufzunehmen wesentlich behindert. Ich habe immer die Aufnahme ausgemacht, dann ging es auf einmal wesentlich besser. Es ist einfach krass. Vorführeffekt war es zum Teil auch, aber vor allem, dass es wenig FPS war. Aber jetzt läuft es irgendwie ein bisschen besser. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade einen besseren Server erwischt. Den ersten Checkpoint habe ich schon mal erwischt, obwohl ich auch immer noch extrem weit hinten bin. Da hat einer eine Angel bekommen. Schön. Ich habe auch eine Angel. Das ist kacke. Geil, meine ich. Ich würde schon kacke sagen. Jetzt kommt noch ein paar, den ich hier gar nicht kenne. Na toll. Aber der sieht eigentlich simpel aus. So, Axt nehme ich nicht mit. Guck, der Sprung wird doof werden. Ja, tatsächlich. Aber es ist noch easy. Gerade mal das dritte Modul. Das heißt, da kommt noch so ein easy Modul. Und das Modul scheine ich auch noch nicht zu kennen. Also wir haben jetzt scheinbar gleich eine Folge mit nur neuen Modulen, die ich alle gar nicht kenne und wo ich alle total kacke springe. Na, das ist ja schön. Boah. Man hört schon meine Tastatur, die schön klackert. Vielleicht hört man sie, ich weiß es nicht. Kann sein. Vielleicht. So, wie bringe ich das jetzt mal am besten? Ha. Dead. Boah. So, geschafft. Jetzt bin ich auch nicht mehr so weit hinten. Gleich kann ich aufholen, aber ich glaube es eher nicht. Achso, nee, den Part hatte ich schon einmal. Den habe ich auch wegen des Leggings immer verkackt gehabt. Ja, krass geil. Mann, oh. Wetten, jetzt verkacke ich den wieder. So, easy springe. Und dann verkacke ich den wieder. Das kann man wetten. Jetzt komm schon, Kiste, komm schon. Alter, Alter, ich komme nicht an die Kiste ran, ohne runterzufallen. So ein Kack. So, jetzt habe ich den Wurm drin. Jetzt falle ich bestimmt wieder ständig runter. Total sinnlos. Ah, jetzt müsste ich die Kiste eigentlich gelootet haben mit dem Essen, was drin war. Deswegen kann ich mich jetzt voll und ganz auf den Part konzentrieren. So ein bestimmtes Gesprächsthema jetzt zur Folge habe ich nicht. Da habe ich mir nichts Spezielles rausgesucht. Jetzt muss ich erstmal diesen Part hier schaffen. Jump League ist, glaube ich, auch ein gutes Commentary. So. Jetzt hier. So. Jetzt der Part hier, den ich ein bisschen ekelhaft finde. So, danach kommen ein paar Dingssprünge. Hm, geschafft. Jetzt darf ich bloß nicht nochmal runterfallen. Jetzt kommt Easy Teil. Jetzt darf bloß volle Konzentration. Und so, jetzt kommt. Jetzt bin ich ganz vorne sogar. Krass. Krass, krass, krass. So, jetzt kommt ein Part, den ich eigentlich kann. Mal gucken, wie sich das mit den Lags verhält. Es laggt zwar noch ein bisschen rum, aber es geht. So. Ah, Mann. Springtasten. Ja, mein häufiges Problem beim Springen ist wirklich, dass ich zu spät springe, weil ich wirklich immer genau die Kante erwischen will, weil man es hier auch muss. Und da muss man wirklich extrem reaktionsschnell sein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob meine Tastatur mit dran schuld ist, dass ich vielleicht, sie vielleicht auch nicht rechtzeitig reagiert, aber na gut, jetzt klappt's. Aber eigentlich müsste sie, weil das ist schon eine funktionable Tastatur. Also dafür, dass ich ganz vorne bin, bin ich, glaube ich, mit am schlechtesten equipped, habe ich das Gefühl. So, den Part haben wir easy geschafft. So, den hier müsste ich eigentlich auch können. Glaube ich zumindest. Ja, das ist... Ja. Jetzt habe ich den easy... Ah, jetzt habe ich den einfachen Sprung verpasst. Aber eigentlich... Total easy Part und ich verkacke mal wieder. So, jetzt aber mal Konzentration, meine Freunde. Concentration, weil eigentlich ist der Part total easy. Total easy peasy.
Das ist ein guter Loot. Gleich mal anziehen. Jetzt bin ich, glaube ich, nicht mehr so schlecht equipped. Obwohl jetzt so ein Eisenhelm bringt auch nicht so viel an Rüstungspunkten, aber ich bin schon mal nicht mehr so rückschrittlich. Jetzt wäre noch eine schöne Waffe, was gut ist, was für ihr Schnick ist. Was natürlich auch schön wäre, wäre eine schöne Eisenrüstung oder sowas. Zum Beispiel eine Brustplatte und eine Hose. Was hatte ich schon mal drin gehabt? Also wenn man diese zwei Sachen hat, dann hat man eigentlich die Runde so gut wie gewonnen. Aber ich denke mal nicht, dass ich heute so weit kommen werde. Ich bin schon mal Level 7. Mann, bin ich heute gut. Ich habe jetzt die letzten zwei Aufnahmen, die ich aufnehmen wollte, hat es so rumgelagt, dass ich wirklich keinen Sprung geschafft habe. Jetzt schaffe ich die relativ gut. Aber, oh nee, nicht den Part. Ich kann euch sagen, den Part werde ich definitiv nicht schaffen, auch wenn ich 2 Minuten habe. Denn, ja, dieser Teil ist eigentlich noch einfacher. Da gibt es diese ein Dings, das sehen wir bestimmt gleich, wenn ich nicht ständig runterfallen würde. Der eine holt mich aber auch schon auf. Da hinten, wo die Leiter ist, da muss man quasi sich auf die Kiste stellen, dann muss man quasi irgendwie drumherum springen. Da ist nämlich auf der Rückseite nochmal so eine Leiter. Und den Sprung schaffe ich irgendwie nicht. So, das ist zum Beispiel noch easy. Soweit kommt man relativ loco. Loco coco. So, jetzt sortieren wir das gleich mal. Das nehmen wir mit runter. So, jetzt muss ich nämlich hier irgendwie an die Leiter rankommen. Das kriege ich irgendwie nie hin. Ich weiß nicht, wieso. Genau das passiert mir immer. Ich weiß nicht, sneaken. Vielleicht muss man sneaken loslassen, keine Ahnung. Da bin ich. Ich habe eigentlich den Part schon mal geschafft gehabt, deswegen frage ich mich immer, wie ich das hinkriege. Das ist komisch. Weil guck mal hier, Dönport, das ist easy peasy. Sneaken beim Ranspringen an die Leiter. Das ist so ein Trick, den wusste ich früher nicht, habe ich dann auch irgendwann gelernt. Ich habe mich auch Jump One technisch allein durch Jump League auch wesentlich verbessert. Siehst du, genau das kriege ich irgendwie nicht hin. Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare packen, wie man das schafft, aber irgendwie. Ich bin irgendwie Shift loslassen, aber das kriege ich immer nie hin, wenn ich das versuche. Können wir jetzt gleich mal versuchen. Oh, geschafft. So. Jetzt Shift loslassen oder wie? Ich spring rum und falle hin. So, wollen wir es mal nochmal versuchen? Ich habe zwar jetzt eine Idee, aber na gut, irgendwann muss ich es ja mal schaffen. Die anderen sind auf jeden Fall weit weg. Schlimm ist bloß, ich habe nicht so gutes Equip, dass ich mir jetzt leisten könnte, jetzt so weit hinterher zu hinken. Aber ja, wie ich schon sehe, der nächste Part ist, glaube ich, auch ein schwerer Part. Deswegen hätte ich das wohl sowieso nicht geschafft. Mal eine kleine Abkürzung nehmen. Das ist bei dem Part hier relativ leicht möglich. Boah. Mann, jetzt habe ich fehl ich da schon wieder rum. Und die Zeit ist vorbei. Und wir sind in der Deathmatch Arena. Oh Mann, die Angel hätte ich gerne im Slotpack. Eine Hotkey-Liste. So, es ist bestimmt hier auch ein bisschen laggiger. Das heißt, den PvP-Teil werde ich bestimmt verkacken. Könnt ihr wetten. Hab so einen Jump-One-Teil jetzt als Beste abgelegt. Das ist schon mal gut, aber wie gesagt, den Partner, den kann ich nicht. Oh, der hat natürlich ein Steinschwert. Das ist ja, siehst du, das ist. Du kannst so weit kommen, wie du willst, aber du hast immer Kack-Equip meistens. Als Erster. Es sei denn, du schaffst einen Jump-One, hast meistens eine volle Eisenrüstung. So, jetzt muss ich gucken. Ich darf auf jeden Fall nicht gegen beide kämpfen. Das wäre nicht clever. Okay. Ein bisschen ausweichen. Man muss hier so ein bisschen die Abstaubertechnik fahren, auch wenn es vielleicht nicht so schön sein mag. Aber hier muss man abstauben auf jeden Fall. Ich habe noch volle Leben und das muss ich ausnutzen. So, den will ich mir jetzt abstauben. Das muss ich auf jeden Fall schaffen. Aber der rennt weg natürlich. Der will jetzt schön waggen, weil der hat ja auch Regeneration. Und wenn er jemanden tötet, und das wird er jetzt bestimmt so lange ausnutzen, bis er wieder volles Leben hat. So, jetzt kämpft er. Ah. Nee, nicht geschafft. Scheiße. Obwohl ich eigentlich Blocket gemacht habe, aber es hat scheinbar nicht viel gebracht. Der hatte. Ja, bestimmt einen besseren Ping. Weil ich hätte bestimmt auch durch die Aufnahme jetzt einen Kackping haben. Das wette ich. Weil normalerweise habe ich immer einen recht guten. Alter. Was ist mit dem los, ey? So.
habe ich jetzt. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. So, Black, komm rein. Ja, es hat mir nichts gebracht. Aber der hat auch nicht so gutes Equip gehabt, deswegen ist das schon okay. Ah, oh, der backt im Boden rum, der backt im Boden rum. Der backt im Boden rum, ich habe so gut viel verloren. Oh. Ja, das war keine Chance. Wenn die im Boden rumbacken, dann kriegt man die gar nicht. So, sieht so aus, als würde ich die Runde nicht mehr gewinnen können, also, beziehungsweise für mich entscheiden können. Der eine hat ein Steinschwert und ist damit total OP aus Sutz. Den müsste ich mir. Oh, Lutz. Jetzt kann ich abstauben. So. Da sind sie alle. Da sind sie alle. Scheiße. Jetzt wollte ich schön abstauben und dann kommen sie beide genau auf mich zu. F5. Alter. Die rennen sich gegenseitig hinterher. Alter, ist das ein Team? Okay, jetzt bin ich so gut wie tot. Das schaffe ich definitiv nicht mehr. Und ich bin tot. Mano! Aber dritter im PvP geworden und erster im Jump'n'Run. Das ist auch schon mal, ja, prinzipiell so eine Art Zweiter. So, und der BCHCK scheint zu gewinnen. Der gut, der eine hat wie gesagt, man kann bester im Jump'n'Run sein und trotzdem verkacken. Das ist irgendwie. Das müssen die mal fixen, muss ich sagen. Das ist schon nicht so knacke. Auf jeden Fall, ich denke mal, so schlecht war die Folge dann am Ende doch nicht. So ist im Jump'n'Run-Part zum Beispiel besser gelaufen. Kommt bloß diese eine Part, den ich irgendwie gar nicht kann. Ich komme da einfach nicht um die Leiter rum. Ich weiß es nicht. Das muss ich irgendwie mal. Wieso komme ich da nicht rum? Das ist auch wegen der Kiste, glaube ich, auch so doof. Deswegen kriegt man das auch nicht so schlecht hin. Aber gut, das muss man üben. Üben. Und dann würde ich sagen, das war es auf jeden Fall für diese Folge. Gut, steht 1-1. Das können wir uns ja noch mal zu Ende angucken. Kann man hier durchspielen? Nein, man hat nicht Game Mode 3 drin, deswegen schauen wir uns mal das noch an. Kann ich mich da eigentlich auf den Spieler aufsetzen? Hallo, komm her, komm. Ah, bleib stehen. Na los, BHCK09, komm her. Auf die draufsetzen. Hallo. Scheint aber scheinbar nicht zu gehen. Der läuft und läuft. Könnt ihr euch bitte mal begegnen? Wo ist denn der zweite? Ich spectate jetzt mal. Los, Ronny. Find den Gegner. Mann, Junge. Er findet ihn nicht. Nicht verstecken. Kämpfen. Egal, das war's auf jeden Fall für diese Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Let's Play Minecraft. Jumping, ich glaube, ich werde das vielleicht nochmal irgendwann normal bringen, wenn es denn besser läuft. Ich komme nicht in die Lobby zurück. Egal. Gut, ciao, meine Freunde, und bis dann, meine Freunde.